Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei Let's Play Fallout 3. So, in der letzten Folge waren wir bei Minefield, haben uns ein bisschen umgeguckt. Das war die Hölle auf Erden und jetzt gehen wir zurück zu Mauer. Hallo. Wie sind denn diese heißen kleinen Kartoffeln? Sie liegen eben genau wie die Kartoffeln am Boden. Und sie sind heiß, weil sie explodieren. Na, was läuft denn so? Viel zu viel und so, ne? Ich habe Minefield überlebt und sogar ein Geschenk mitgebracht. Meine eigene Landmine. Die habe ich mir immer schon gewünscht. Nun ja, zumindest seit ich sie auf diesen Auftrag angesetzt habe. Nun erzählen Sie schon. Wie fühlt man sich, wenn man durch ein Minenfeld spaziert? Und wie ist es, eine Landmine zu entschärfen? Doppel-E drücken, dann hat man die Landmine entschärft und sogar mitgenommen. Ja. Ach, entschärfen ist ganz einfach, hüpfen Sie einfach mal drauf. Ja, auch geil. Nee, das ist eine reine Todesfalle. Das trifft heutzutage auf viele Orte zu. Eine tolle Leistung, unter schwierigsten Bedingungen am Leben zu bleiben. Ein gutes Vorbild für das Buch. Ich weiß, Sie haben für den Moment genug Sprengstoff gesehen, aber offensichtlich kennen Sie sich aus. Hier, nehmen Sie etwas für den Notfall. Diese Landmine bringt mich auf eine Idee. Ein schreckliches Gerät, das schreckliche Dinge anrichtet, aber es ist ganz einfach, so etwas selbst zu bauen. Damit sind die Aufgaben des ersten Kapitels abgeschlossen, Rischik. Ja, und Sie haben tolle Arbeit geleistet. Ich muss nur noch einen Abschnitt darüber einfügen, wie man Ratten kocht. Und das Kapitel ist fertig. Hier, für Ihre Dienste. Ich habe ziemlich viele Stimpaks gesammelt. Sie werden sie eventuell brauchen. Zwei Kapitel liegen noch vor uns. Gut, ich bin fürs nächste Kapitel bereit. Das zweite Kapitel wird etwas kniffliger, denke ich. Es soll beschreiben, wie man auf Gedeih und Verderb mit den Kreaturen da draußen fertig wird. Dazu gehören die Abwehr von Maulwurfsratten, die Studie von Meyerlocks und, wenn alle Stränge reißen, die Behandlung von Verletzungen. Gut, dann wollen wir uns mal reinknien und mit der Arbeit an diesem Kapitel beginnen. Was kommt als erstes? Die Maulwurfsratten. Maulwurfsratten können sich fast überall eingraben und jede Menge Ärger verursachen. Daher werde ich einen chemischen Abwehrstick entwickeln. Ich muss das Rezept fürs Handbuch aber erst testen. Daher müssen Sie ein paar Maulwurfsratten finden und ein wenig herumexperimentieren. Jo, ich werde testen. Es geht kinderleicht. Ein Schlag mit dem Applikator und Sie fühlen sich miserabel. Sekunden später sind Sie weg vom Fenster. Sie könnten Maulwurfsratten zum Testen nehmen. Nehmen Sie aber gleich 10 oder mehr davon. In den Abwasserkanälen der Innenstadt gibt's eine Menge. Ja, gut. Bis dann. Jo, bis dann. Wo sind denn hier Abwasserkanäle? What the fuck? Aber erstmal müssen wir nochmal kurz gucken. Wir können nämlich Abwehrmittelstick hammerhart. Das Heckenschützengewehr einmal reparieren. Können wir noch irgendwas reparieren? Sturmgewehr, Schaden 15, chinesisches Sturmgewehr 23. Dann brauchen wir das gar nicht. Okay, dann bewegen wir uns mal zu den Abwasserkanälen, würde ich sagen. So, ich bin gerade auf dem Weg zu den Abwasserkanälen und ich habe hier unterwegs aber hier bei Wilhelm Sky jemanden gefunden. Und mit dem sprechen wir doch nochmal schnell. Mit Omar Sparkle. Na, so etwas. Ein Umherziehender hier draußen in Rock Creek. Sie müssen eine sehr wichtige Aufgabe haben, wenn Sie hier draußen herumirren. Es geht mich zwar nichts an, aber wenn Sie Zeit haben und an einem Tauschhandel interessiert sind, können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Was machen Sie so weit draußen? Meine Jungs jagen Lurks. Die haben das beste Fleisch, das man kriegen kann. Es bringt den Magen nicht so durcheinander wie Maulwurfsrattenfleisch. Ganz schön gefährlich, diese Dinger. Die reißen ihnen den Kopf ab, sobald sie sie sehen. Seien Sie hier draußen vorsichtig. Die sind einfach überall. Okay, ist hier irgendwas im Gange? Vor einiger Zeit kamen ein paar Typen und sagten, dass sie nach einem Wohltäter suchen, der aus einer ihrer Worts gekommen war. Ich habe ihnen gesagt, dass ich so jemanden nicht gesehen habe und habe sie ziehen lassen. Vielleicht sind sie immer noch hier, wenn sie ihnen helfen möchten. Okay, ich muss gehen. Vorsicht vor den Guai. Sie sind einfach überall.
Ja, ich werde aufpassen. Du hast ein schönes Gewehr. Gut, die Kanalisation müsste eigentlich da vorne schon sein. Moment, wir gucken mal gerade eben auf der Karte. Daten, ja. Sie ist direkt hier vorne. Da werde ich jetzt keinen Schnitt mehr für machen. Heute ist Montag. Ziemlich schön. Alter, hier sind wieder überall Landminen. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Hoffentlich gehen die nicht hoch. Nein! Fuck. Ich habe gedacht, der Abstand ist weit genug zu den Minen. War wohl leider nicht so. Naja, egal. Anaroge Memorial-Anlage. Ist das das, wo wir hin müssen? Ich glaube nicht, ne? Ach, jetzt habe ich gerade auf M gedrückt für Karte. Was sind das da vorne für Feature? Scharfschützengewehr bitte, einmal. Alter, was sind das denn? An die Viecher kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Hammer eklig. Wieso weiß ich von den Viechern denn nichts mehr? Moment! Warte, du bissiger Hund, du. Ich muss erst meine Waffe wechseln. Und zwar Sturmgewehr. So. Irgendwas Interessantes dabei? Nö, natürlich nicht. Oh, die haben hier aber ein bisschen gewütet, wa? Ein Ödländer, Kronkorken, Notiz, ein Schlüssel. Moment. Das nehmen wir auch mit. Das scheint eine gefährliche Gegend hier zu sein. Und mir gefällt es auch nicht unbedingt hier. Ich glaube, da ist die Kanalisation. Da sind Gegner irgendwo. Ach du Scheiße, was ist das denn? Es ist irgendwas und es hat uns entdeckt. Egal was es ist, es stirbt nicht. Alter. Ein Murloc. Murloc-Fleisch. Wo kommt das Vieh denn jetzt her? Wenn wir hier ins Wasser gehen, kriegen wir auf jeden Fall wet. Aber Alter, nein, jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch. Laufen hier noch mehr von den Viechern rum? Keine Ahnung, ist mir jetzt auch egal. Hauptsache weg. Okay, dann nehmen wir mal unseren Abwehrstick. Was eigentlich nicht mehr ist als ein vergifteter Stock. Hallöchen! Da hat gerade einer geschossen. So, kurz warten. Bäm! Explodiert der Kopf von denen. Und hier. Hier schießt einer. Das Abwehrmittel an 3 Maulwurfsratten ausprobieren. Sollten wir das nicht an 10 ausprobieren, hat die doch gesagt. Die hatte doch gesagt 10 am besten. Oder bin ich jetzt bekloppt? Aufgaben. Das Abwehrmittel an 7 weiteren. Aha. Das machen wir natürlich auch noch. Bäm, Junge.
Ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie cool, das Ding. Und außerdem können wir hier unten dann noch ein bisschen looten. Wenn wir die Dinger hier kaputt kloppen. Hier unten wird es ja bestimmt irgendwas Interessantes geben. Will ich zumindest hoffen. Mimimi. Oh. Um dieses Terminal zu hacken. Da hinten ist so ein. Geschütz. So ein Abwehrgeschütz. Da! Das müssen wir mal eben ausschalten. So. Hui! Ein Schuss, hammergeil. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass das so schnell kaputt geht. Jetzt hat uns dieser... Meh. Dieser komische Geschützturm aber alle Ratten kaputt geschossen. Das ist natürlich weniger geil. Jetzt sind hier unten keine Ratten mehr. Hier können wir nicht ran. Wo kriegen wir jetzt Maulwurfsratten her? Fragezeichen. Die hier sind auch... Ist hier noch so ein Geschützturm? Ne, hier ist kein Geschütz. Warum sind die dann tot? Wenn hier kein Geschütz ist. Da gehen wir später hin. Das sah so aus, als würden da Viecher rumlaufen, mit denen ich jetzt noch nicht unbedingt zu tun haben möchte. Was haben wir hier? Hallöchen! Euch habe ich gesucht. Jetzt. Sterb halt. So. Die sollte man jetzt ja bald voll haben, die 10. Okay, hier oben sind keine mehr. Hier ist auch sonst nichts. Gehen wir mal auf die andere Seite. Da wird bestimmt noch so ein Raum sein. Mit nochmal 3 Stück drin. Oh fuck, hier sind sogar mehrere Räume. Hallo? Ein Wader? Mit einer Jagdflinte? Warum ist hier unten ein Wader? Ach, das ist der Raum hier. Ja, super geil. Wie kommen wir denn jetzt an Maulwurfsratten ran? Wir haben doch noch gar nicht genug. Und ich glaube, wenn wir hier rausgehen, werden wir nicht auf Maulwurfsratten treffen. Da sind Wader. Aber ich habe auch nicht gedacht, dass hier unten Wader sind. What the fuck? Guck mal hier, Jagdflinte. Probieren wir die doch mal aus. Au! Alter, was hat die für eine Waffe gehabt? Eine Kampfflinte. Wader Sadistenrüstung. Waxhalls Schlüssel. Schrotpatrone. Oh! Alter, what the fuck? Ich hab gedacht, das sind Kronkorken. Scheiße. Okay, zack, 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 zack. Zack. Gegenstände, Hilfe, Stimpack. Alter, Finne, da musst du aber auch da dran schreiben, dass das Minen sind. Wo ist denn hier diese Kampfflinte? Können wir doch direkt mal ausprobieren. Schrotflinten sind immer gut. So, ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Ich habe keine Lust,
irgendwie... Mann, geh da wieder raus! Hier irgendwie hochzugehen, hier... Oh, guck mal hier. Hier war nur ein Wader. Da war der zweite. Gut, ich würde sagen, für diese Folge mache ich jetzt mal Schluss. In der nächsten Folge gucken wir uns hier unten mal ein bisschen weiter um. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis dahin. Tschüss.